Montag, 16. Oktober 1978, kurz vor 19 Uhr. Soeben hatte Kardinal Pericle Felici von der Loggia des Petersdoms eine Weltsensation ersten Ranges verkündet. Nuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Vor gerade 2 Monaten, am Abend des 26. August, stand Felici schon einmal dort oben, um der Weltöffentlichkeit den Namen eines neuen Papstes zu verkünden. Damals war es Albino Luciani, der Patriarch von Venedig, der als Johannes Paul I. die Nachfolge von Papst Paul VI. Antrat. Und jetzt also der dritte Papst innerhalb eines Jahres, Karol Wojtyla, Erzbischof von Krakau, der erste Nicht-Italiener seit 455 Jahren, der erste Slave auf dem Stuhl Petri.